Eine wichtige Eigenschaft von Vektoren ist deren Länge. Es wird auch Betrag genannt. Zum Beispiel bei Kräften, also wenn Vektoren Kräfte beschreiben, dann gibt der Betrag oder die Länge an, wie stark die Kraft in die entsprechende Richtung wirkt. Und um zu ermitteln, wie lang so ein Vektor ist, gucken wir das Ganze erstmal an einem Beispiel an. Angenommen, wir haben hier so in einem zweidimensionalen Fall den Vektor 4, 3. Den zeichne ich mal ein, das ist der hier. Und das schreibe ich mal hier oben hin, das ist also der Vektor 4, 3. So, wenn man jetzt überlegt, wie lang dieser Vektor ist, dann fällt einem vielleicht relativ schnell auf, dass wir hier ein Dreieck haben. Und die beiden Katheten, das ist ein rechtwinkliges Dreieck, die beiden Katheten sind genau die x- bzw. y-Komponenten des entsprechenden Vektors. Das heißt, die Länge hier in y-Richtung ist 3, die Länge in x-Richtung ist 4. Das heißt, wenn wir uns jetzt fragen, wie lang die rote Seite des Dreiecks ist, können wir da den Satz des Pythagoras anwenden. Der Satz des Pythagoras sagt ja, dass wir Quadrat der beiden Katheten nehmen, also 4 Quadrat plus 3 Quadrat, und dass das dem Quadrat der Hypotenuse, also der längsten Seite, der Seite gegenüber des rechten Winkels entspricht. Das heißt, wir wissen, dass der Betrag von diesem Vektor, Betrag schreibt man dann mit diesem Betragstrichen, also die Länge dieses Vektors, ist die Wurzel aus 4 Quadrat, das ist diese Hypotenuse, x-Richtung, plus 3 Quadrat, das ist entsprechend hier diese Seite zum Quadrat und wie gesagt, daraus die Wurzel. 4 Quadrat ist 16, 3 Quadrat ist 9, 16 plus 9 ist 25, das ist also Wurzel aus 25 und das ist 5. Das heißt, diese Seite hier ist an der Stelle 5 lang, der Vektor ist 5 lang. Und das Ganze kann man natürlich auch verallgemeinern für mehr als zweidimensionale Räume. Und wenn man das verallgemeinert, betrachtet man alle Komponenten in einem Vektor. Also angenommen, wir haben einen Vektor a mit den Komponenten a1 bis an, alles reelle Zahlen, ein Stück. Dann ist die Länge, heißt auch der Betrag oder die Norm, definiert durch. Und wir berechnen die einfach dadurch, dass wir die einzelnen Komponenten, also a1 quadrieren, a2 quadrieren, a3 quadrieren und so weiter, das alles aufsummieren und dann davon die Wurzel bestimmen. Also wir nehmen einfach alle anderen mit dazu. Das ist zum Beispiel im dreidimensionalen Fall genauso gut funktioniert mit, und man das auch direkt herleiten kann, dass es die genaue Länge liefert wie im zweidimensionalen Fall. Das können Sie selber, wenn Sie mal Lust haben, auch im dreidimensionalen versuchen, das selber zu beweisen. Wir gucken jetzt nochmal zwei Regeln an für den Betrag eines Vektors. Die erste Regel ist, zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich so einen Vektor mit einem Skalar multipliziere. Wir starten wieder mit dem schon bekannten Vektor, den wir schon kennen. Das ist der Vektor 4, 3. Und diesen Vektor 4, 3, den möchte ich jetzt einmal mit 2 multiplizieren, weil dann auch schön Werte rauskommen. Aber im Allgemeinen gilt es natürlich genauso. Das heißt, ich verlängere den jetzt. Das heißt, der kommt nochmal da dran und der verlängerte Vektor, das ist jetzt der hier. Das ist jetzt der Vektor 2 mal 4, 3. Und 2 mal 4, 3, das ist natürlich 8, 6. Und wenn man sich jetzt fragt, na, wie lang ist der, dieser Vektor? Das heißt, wir wollen davon wieder die Länge bestimmen. Naja, 8 mal 8 ist 64. 6 mal 6 ist 36, also plus 36. Daraus die Wurzel. 36 plus 64 ist genau 100. Und die Wurzel aus 100 ist 10. Das heißt, der Vektor ist 10 lang. Und das ist praktischerweise genau das Doppelte von der Länge des Ursprungsvektors, den wir als 4, 3 hatten. Und das gilt, ist kein Zufall, sondern das gilt natürlich immer. Wenn Sie einen Vektor haben, Vektor a, einen beliebigen Vektor a, und den mit Lambda multiplizieren, dann ist die Länge einfach entsprechend ebenfalls Betrag von Lambda mal so groß.
Wenn Sie sich jetzt an der Stelle fragen, wieso steht das Lambda nochmal in Betragstrichen? Das liegt daran, weil der Betrag, die Länge eines Vektors, immer positiv sein soll, unabhängig von der Orientierung. Soll immer eine positive Zahl sein, nicht negative Zahl sein, genau zu sein. Das heißt, das soll nicht negativ sein, der Betrag eines Vektors, aber dieses Lambda könnte eine negative Zahl sein. Wenn wir einen Vektor mit einer negativen Zahl skalieren, dann dreht sich die Orientierung um. Das heißt, der Pfeil zeigt genau in die andere Richtung. Und das ist aber für die Länge des Vektors selber egal. Deshalb wird hier das Lambda nochmal in Betragsstriche gesetzt, damit das in jedem Fall funktioniert. Und die zweite Regel, die ich mit Ihnen angucken möchte, ist die sogenannte Dreiecksungleichung. Die beschäftigt sich damit, was passiert, wenn ich Vektoren aufaddiere. Also angenommen, wir haben so einen Vektor hier. Das ist jetzt der Vektor 2, 3. Und da addieren wir nochmal einen anderen Vektor drauf. Zum Beispiel den Vektor 2, 1. So, wenn ich das aufaddiere, ist das Ergebnis natürlich dieser Vektor hier. Also ich schreibe es noch einmal daneben. Das hier ist der Vektor 2, 3. Das entsprechend ist der Vektor 2, 1. So, jetzt können Sie einmal kurz selber überlegen, ob Sie rausbekommen, was dann der rote Vektor sein muss. Der rote Vektor ist dann der Vektor 4, 4. Und wenn Sie scharf hingucken, passt das auch genau. So, was sagt jetzt die Dreiecksungleichung? Die ist relativ einfach. Da ist die Idee, dass der direkte Weg vom Ursprung zum Ziel, also der Vektor 4, 4, dass der kleiner gleich dem Vektor ist, den ich der Summe der Längen der Vektoren, aus denen ich den zusammensetzen kann. Also wenn ich zuerst hierhin laufe und dann nochmal dahin laufe, dann ist das nie kürzer als die direkte Linie. Das heißt, wenn ich hier so einen kleinen Umweg mache, indem ich zum Beispiel zuerst den blauen und dann den gelben Vektor nehme, dann ist die Länge immer größer gleich die Länge des Vektors, den ich bekommen würde, wenn ich das direkt laufe, ohne Umweg. Und das ist, was die Dreiecksungleichung sagt. Wenn ich Vektoren habe, a und b, beliebig dimensional, dann ist die Länge von a plus der Länge von b, das ist also diese Länge plus dieser Länge, ist immer größer gleich der Länge des entsprechenden Vektors, der die Verbindung liefert, also a plus b. Und das ist das, was dieser Satz sagt, diese Regel. Und dieses Lambda haben wir hier in diesem Fall gar nicht gebraucht, das stammte noch aus der vorherigen Regel.